Hi und wunderschönen guten Tag. Was mache ich mit meinen Händen? Aber ein bisschen gestört gehört manchmal dazu. Zum Thema. Es geht heute nochmal um DPI. Wenn ihr mein DPI-Video schon gesehen habt, dann alles gut. Wenn nicht, unten in der Beschreibung verlinke ich es euch nochmal, beziehungsweise irgendwo hier. Ich bin in letzter Zeit ein paar Mal gefragt worden, was jetzt das mit diesem DPI dann im Photoshop im Drucken so direkt auf sich hat. Deswegen haben wir gedacht, ich mache jetzt da nochmal ein Zusatzvideo in Photoshop, quasi, was wir hier nochmal beachten, direkt vor dem Printen. Springen wir gleich rein, hier in Photoshop. Das Bild ist jetzt eigentlich nur mein Beispielbild, ist von einem Künstler, Tattoo-Künstler aus Budapest. Auf jeden Fall grundsätzlich egal, welches Foto ihr da habt. Ihr wisst ja, ich habe meine Programme eben auf Englisch, aber ich denke, ihr findet das dann auch auf Deutsch. Image, also Bild. Image Size, wahrscheinlich Bildgröße. Dieses Fenster ist uns jetzt wichtig hier mal vorerst. Hier sehen wir unser Bild, also mein Bild in dem Fall von der Fuji X-T3 mit 26,1 Megapixel, hat 6240 mal 4160 Pixel. Was heißt das nun, wenn ich mit einer Auflösung, das sind die DPI, Pixels per Inch bzw. Dots per Inch, haben wir im ersten Video besprochen, die 300 einstelle, kann ich hier auf Zentimeter stellen und sehe, bei meinem Fuji X-T3-File bei 300 DPI habe ich eine maximale Druckgröße von 52,83 cm mal 35,22 cm, wenn ich diese 300 dpi haben möchte. Interessant ist dann hier noch grundsätzlich dieses Resample-Häkchen. Wir machen es jetzt mal aus. Das würde uns bedeuten, zeige ich dann nochmal genauer, wenn ich hier was ändere und das ist eingestellt, würde Photoshop unser Bild hoch oder runter rechnen, je nachdem, und würde dementsprechend Pixel entfernen oder hinzufügen. Bilder hochrechnen funktioniert grundsätzlich auch, aber man ist natürlich immer mit einem Qualitätsverlust verbunden. Ganz grob würde man sagen, so 10-20% größer rechnen ist absolut kein Problem. Das kommt aber letztlich wirklich auf viele andere Faktoren drauf an, eben wie qualitativ hochwertig und Anführungszeichen euer Bild ist. Was ich ja auch immer gern sage und predige, ein 16-Megapixel-Foto von einer Top-Kamera mit Top-Objektiv werdet ihr trotzdem größer printen können, also größer mit vielen Details printen können als ein 48 Megapixel von einer schlechten Handykamera. Also fokussiert euch bitte nicht zu viel auf diese Megapixel, aber im Fall der DPI spielen sie natürlich eine Rolle. Also Resample mal weg. Ich könnte jetzt aber sagen, ich hätte mein Bild gern größer, dann würde ich diese DPI zum Beispiel auf 250 ändern und Photoshop zeigt mir an, jetzt kann ich 63,4 mal 42,27 cm drucken. Welche dB-Anzahl nun sinnvoll ist, haben wir auch ganz kurz im anderen Video angeschnitten, beziehungsweise in der Beschreibung des anderen Videos, hängt sehr von eurer Anwendung ab. Ich persönlich, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, ist so 250 aufwärts ist eine gute dB-Auflösung, damit ihr wirklich noch sehr nahe vor dem Bild stehen könnt und das Bild trotzdem noch scharf wirkt. Wenn ihr euer Bild aber zum Beispiel 2 Meter mal 1 Meter druckt, steht ihr in der Regel beim Betrachten ja keine 20 cm davor, sondern mindestens einen Meter oder mehr entfernt. Dadurch würden dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 dpi wäre in meinem Fall circa 1,50 mal 1 Meter auch ausreichen. Hier ist einfach wichtig zu verstehen, umso weiter wir wegstehen, umso weniger können unsere Augen die einzelnen Pixel differenzieren. Beobachtet das einmal, wenn ihr mal auf einer Schnellstraße irgendwo seid und ein riesengroßes Werbeplakat seht. Wenn ihr dann im Auto vorbeifahrt, kommt euch das scharf vor. Wenn ihr da mal vorbeispaziert, könnt ihr wirklich sehen, dass teilweise die Pixel in so einer Größe sind und von einem Meter Abstand ihr wirklich die Pixel problemlos zählen könnt. Wieder ein kurzer Ausflug, aber ich weiß, dieses Thema ist halt einfach ein bisschen komplex. Zurück zum Photoshop. Was würde ich jetzt machen, wenn ich mein Bild, sagen wir mal, 80 mal 60 drucken möchte? Als erstes, weil sagt ja keiner, dass mein Bildformat stimmt, würde ich ins Crop-Tool, Zuschneiden-Tool gehen. Hier auf Ratio 80 mal sagen wir 60 einstellen. Jetzt habe ich mal mein richtiges Seitenverhältnis. Wäre in meinem Bild wahrscheinlich in etwa so machen. Enter, richtiges Seitenverhältnis. Jetzt gehen wir wieder in dieses Bildgröße, Image Size, stellen hier auf Zentimeter und sehen, oha, mit meinen 300 dpi kann ich dieses Bild aber nur 46 mal 35 drucken. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt quasi zwei Möglichkeiten und ich würde mich dann in der Mitte treffen. Ich würde als erstes mal schauen, okay, nehme Resample weg. Welche Größe habe ich denn mit 250 dpi? Sind wir schon auf 56 mal 42. Ich will, aus welchen Gründen auch immer, weil ich sage, ich will halt nah am Bild stehen, nicht unter die 250 dpi gehen.
Deshalb aktivieren wir jetzt das Resample. Es gibt verschiedenste Varianten, wie Photoshop das Bild dann höher rechnen soll. Belassen wir es mal auf automatisch. Ich bin ehrlich, ich habe mich selber mit denen allen nicht so sehr beschäftigt. Ich lasse es automatisch. Und jetzt, Häkchen hier ist drinnen, geben wir hier, man beachte bitte jetzt die Pixel, 80 ein. Nachdem, wenn das hier eingestellt ist, bleibt das Seitenverhältnis immer gleich und wir haben das Bild auf 80x60. Jetzt vergrößert uns Photoshop das Bild auf diese Auflösung. Wenn ich jetzt OK klicke, wird mein Bild größer. Was heißt das aber jetzt letztlich für Photoshop natürlich? Photoshop muss irgendwie diese Information interpolieren, um das Bild größer zu rechnen. Wenn wir jetzt reinzoomen, auf hier unten sehen wir unsere Prozentanzahl, die wir hier drin sind, 100%. Sehen wir trotzdem im Vergleich, ich zeige euch gleich, auf 100% gezoomt heißt, dass wirklich jedes Pixel meines Bildschirms wird verwendet. Also diese Auflösung des meines Bildschirms ist 2,7K. Dementsprechend haben wir jetzt genau diese Pixelanzahl hier. Und so können wir überprüfen, ob das Bild für unsere Zwecke jetzt noch scharf genug ist. In dem Fall wäre es mir es. Wann das noch scharf genug ist, wann nicht, ist jetzt ein bisschen natürlich eine Bauchsache, Erfahrungssache. Da gibt es jetzt so meiner Meinung nach keine Regel dafür. Wenn wir aber noch einmal zurückgehen, Steuerung C, Bild wieder klein machen und reinzoomen, wahrscheinlich werdet ihr es im Video zwar jetzt nicht zu erkennen, aber wir sind jetzt auf 100% und das sieht einfach eine Spur detaillierter aus. Wäre aber in diesem Fall wirklich kein Problem, das 80x60 zu drucken. Umgekehrt, wir haben das Bild jetzt wieder verkleinert, umgekehrt geht es natürlich genauso. Wir sagen zum Beispiel, wir wollen unser Bild 13x18 drucken. Dann haben wir dieses Format, also wieder Crop Tool, 18x13. Image Size, wir stellen das Resample wieder ein, denn mit 300 ist unser Bild in dem Fall eigentlich zu groß und geben hier die 18x13 ein bei 300 dpi, okay. Photoshop macht unser Foto automatisch kleiner und wir können es problemlos nun, also was heißt problemlos, wir haben jetzt diese 300 dpi auf 13x18. Kleiner rechnen ist nie ein Problem, größer rechnen, wie gesagt, ist ein komplexes Thema, da wird euch sicher auch jeder etwas anderes dazu sagen. 20% ist sicher kein Problem bei Fotos, wo wirklich die Qualität, die Kamera, das Objektiv, der Fokus, alles stimmen, geht auch mehr. Ich würde es vereinfacht so sagen, jeder Objektivfehler, jeder Kamerafehler, jeder Fotografierfehler wird einfach mehr ersichtlich, umso größer ich das Bild aufblasen will. Es kam noch eine zusätzliche Frage, ja, welche dpi sind denn jetzt eigentlich nun sinnvoll? Ist umso größer immer umso besser? Theoretisch ja, nur die meisten Standarddrucker können ja keine 800 dpi etc. drucken. In meinem anderen dpi-Video habe ich das ja eigentlich nur zur Veranschaulichung gemacht. Mein Drucker kann auch keine 800 dpi drucken. Ich persönlich bewege mich immer im Bereich von 250 bis 350 in etwa. Das ist aber mein persönlicher Richtwert. Wenn das File passt, geht auch weniger. Theoretisch geht auch mehr, wenn es euer Drucker zulässt, wobei ich der Meinung bin, da wird es schwer, so einen Drucker zu finden. Es ist auch gar nicht immer so einfach herauszufinden, wie viel dpi kann mein Drucker, denn im Druckerdatenblatt wird diese Bezeichnung wieder irgendwie etwas anders verwendet. Da geht es dann um Lines beim Drucker, wie viel Pixel pro Line etc. Lassen wir das Thema. Richtwert um die 300 heißt nicht, dass die Bilder schlecht sind, wenn es mal weniger ist, aber so als Richtwert. Gut, Video ist jetzt eh wieder viel länger geworden als gedacht, aber es ist halt doch ein komplexes Thema. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein klein wenig Aufklärung mitgeben. Ihr wisst es, Abo da lassen, liken, über das freue ich mich immer. Wenn es weitere Fragen gibt oder Ergänzungen oder sonst was, in die Kommentare. Ich versuche immer alles zu beantworten. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Weiterdrucken. Schönen Tag noch. Ciao.